Ja, hallo Christi, servus zu einem neuen Video. Wir sind heute mal wieder am Gardasee unterwegs und zwar machen wir heute einen Schmuggler-Klettersteig. Ist jetzt nicht der übliche Klettersteig, ist sehr schlecht abgesichert anscheinend, sehen wir da nicht. Aber mehr so ein Bantel rausgeschlagen direkt am See. Ich bin mit der Niki da. Hallo miteinander. Ja, ich sage Ihnen quer wie die Fakten. Es sind jetzt aufgeschrieben 3 Stunden und 360 Höhenmeter auf 4,7 Kilometer. Schauen wir mal, wie lange das wir brauchen. Und Ausgangssituation sind wir da bei dem Parkplatz, direkt nach dem Tunnel von Bregasina. Und wir gehen da jetzt den Weg hoch und nachher kommt man da zum Einstieg. Nach kurzer Zeit kommt man da auf so eine asphaltierte Straße. Die geht da so serpentinenmäßig hoch. Der folgt mir einfach. So, nach ein paar Kehren, circa eine Viertelstunde, kommt man zu einer Starthafe und da folgt man dann den Weg da hoch. Auf los geht's los! Da recht schmaler Steig, schon mal zum Anfangen, geht's da so durch. Da geht's los! So! Da beginnt jetzt. Da sieht man es eh schon. Mehrerweise nur so ein Weg, A, B, dass man sich gar nicht sichert oder gar kein Stahlseil da ist. Deswegen haben wir da ein Seil dabei, wenn es ist, zur Not eine Sicherung. Und es ist ein CD-Stein innen, was aber nicht ganz schwer sein darf. Und hat man halt einen wunderschönen Ausblick die ganze Zeit da auf den Gardasee. Freuen wir uns drauf. Dann geht's los hinter so einem Stahlschlag. Gitter geht mir jetzt einmal voran. Und da sieht man eh schon das gute Stahlseil, wie das angesichert ist. Haben wir uns da jetzt schon an? Ist jetzt nicht so. Eher ein bisschen dünn. Boah, schön. Ja, da geht's schon. Ganz schön hoch. Ja, den Weg haben sie früher so einen Stein geschlagen. Aber ich weiß nicht, warum das Schmugglersteig ist, weil den sieht man ja voll gut vom See aus. Die waren nicht so ganz gescheit. So, da ist jetzt ein bisschen eine zugewachsene Stühle. Ein bisschen mehr zum Aufpassen. Dann geht's weiter. So, wir sind jetzt eigentlich da bei der Schlüsselstühle. Da oben kann man mehrere Wege, entweder mit dem Seil oben sichern lassen und nachsichern oder mit einer Bandschlinge einfach einhängen und nachher drüben gehen. Geht beides. So. Hängt da und ist schon drüben. Yay! Da sind halt immer wieder so wunderschöne Stühle, wo man herrlich Ausblick hat. Berge von Kulissen. So, jetzt haben wir die Schlüsselstühle hinter uns. Das Einzige ist halt, man muss den schwindeligen Drahtseil vertrauen, aber da kommt man nicht drum rum. Jetzt sind wir da beim Wandbuch gekommen und das ist in so einer Dose drin. Da werden wir uns jetzt einmal eintragen. Jetzt eine kleine Klettereinheit. So, da ist man gut gesichert. Es sind teilweise immer wieder so Bohrhaken eingeschraubt, wo man sich mit Seil und Expressen gut umsichern kann, wenn man sich nicht ganz sicher fühlt mit dem Abgrund. So, da kommt man jetzt zur Leiter. Da ist ein Bergs Kletterseil gespannt. Fühlt man sich ganz sicher. Ah, das ist Elei.
zwei, drei Meter. Schaut jetzt nicht nach der Pistenlatte aus, aber. Du musst jetzt da umkommen, das ist ja klar. Geht schon. Da hast du jetzt die Kurie, die Bandschlinge wieder eingehängt. Nicht für die Stücke rum mit so Latte. Damit man sich da sicher fühlt und schön umgehen kann. Und? Wackelig! Hey. Hier, ein Scheiß! Das wird gar nicht. So, jetzt haben wir die Leute hinter uns. Insgesamt sind wir jetzt eine Stunde und 10 Minuten gegangen. Jetzt schauen wir mal, wie weit das noch ist. Aber ich glaube, dass schon langsam ein Ende zugeht. Da ist nur mehr recht schwierige Stür. Da oben ist echt noch nicht zum Schluss. So, man kommt bald wieder mal in ein bisschen Schaden rein. Das ist ganz gefährlich, wenn man direkt der Sonne ausgesetzt ist eigentlich. Und dann mal wieder so kurze Passagen, wo man ein bisschen nicht so in der Sonne ist. Da sind jetzt ein paar Meter, wo man sich wieder der Bandschling oder je nachdem, was man bevorzugt, sichert. Und dann geht es gut, dass man rumkommt. So, dann sind wir da hinten. Und da oben hat er sich mehr eine Stufe rein. Und jetzt ist da eh auch gut angesichert. Da schauen wir jetzt wieder so ein Stück, wo man keinen Weg mehr hat, aber da hinten sind Trittbügel rein. Und ein gutes Stahlseil ist da gespannt. So stellt man sich einen Klettersteig. 4 ist jetzt nur ein kurzes Stück, aber nicht die Abwechslung zwischendrin. Jetzt zum Schluss aus noch. Und weg ist. Also, das ist jetzt eigentlich die einzige Klettersteigpassage, wo es jetzt wirklich ein Klettersteig ist. Brauchst. Sonst kommst du überall mit der Bahnschlinge eigentlich auch ganz kurz zurecht. Ja, das ist relativ gut angesichert, würde ich sagen. Ja, passt, man vertraut gut auf jeden Fall, ja, an Stahlseil. Mit der mega Aussicht. Und da geht's weiter. So, wir sind jetzt am Ende angekommen, was wir vermuten, weil jetzt geht es nur mehr so einen Steig wieder zurück auf. Schauen wir mal, wie lang dass wir dort noch gehen. Und ja, war ganz lässig, Ausblick traumhaft. Klettersteig kann man diskutieren, ob es einer ist, aber ja, was meinst du? Es ist eher ein schöner Schmugglerweg als ein Schmugglersteig. Ja, das Klettersteig-Set würde ich auf jeden Fall trotzdem mitnehmen, weil da ist ein paar Passagen. Da kann man schon brauchen. Und eben, wir haben jetzt das Seil nicht hergenommen. Aber wer sich unsicher ist, es gibt echt so schmalere Stellen. Dann ist es einfach fein, wenn du das Seil dabei hast. Die Schlüsselstellen sind gut gegangen. Da kannst du auch dem Seil vertrauen, das was gespannt ist. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir nicht zu lange zurück aufgehen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Servus.